ganz allgemein, das zweigliedrige Stahlband ist in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Stahlband, hat aber, wie ich vor kurzem erfahren musste, eine echte Schwachstelle. Und darauf möchte ich heute eingehen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, auf Englisch sagt man, das Edge-Link Bracelet oder auch das zweigliedrige Stahlband von Sinn ist wirklich sehr robust gemacht, super toll. Ich mag es sehr, sehr gerne, aber die Schließe hat einen elementären Schwachpunkt, denn sie geht in bestimmten Situationen unbeabsichtigt auf und darauf gehe ich im zweiten Teil des Videos näher ein. Zunächst aber einmal zeige ich euch das Band als solches. Ja, dieses Band, was ich euch heute zeigen möchte, ist das Band meiner U1, aber es geht hier nicht um die U1, sondern ausschließlich um das Band. Das Band ist mittlerweile 7 Jahre alt, es ist vollständig tegumentiert und dafür sieht es noch wirklich gut aus. Man sieht hier vereinzelt polierte Stellen, aber bei einem Band diesen Alters finde ich das vollkommen in Ordnung. Das Band ist sehr massiv und dick und hat verschraubte Glieder, für die Sinn ein entsprechendes Werkzeug mitliefert. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Form des Bandes mit den H-geformten Gliedern, im Englischen auch Edge-Link Bracelet genannt oder auf Deutsch das zweigliedrige Stahlband, sehr sinntypisch sind und auch leicht als Sinnband erkannt werden kann. Ihr könnt sehen, dass zwischen den Gliedern leichtes Spiel ist. Das war von Anfang an so, das ist also kein Stretch durch den Gebrauch. Ich finde das sehr gut, denn dadurch lässt sich das Band sehr leicht reinigen, wenn man am Strand war und Sand oder Dreck dazwischen ist. Es tut der Stabilität in keinster Weise Abbruch. Das Band ist in beide Richtungen beweglich, allerdings in die Richtung Arm deutlich stärker als andersrum. Dennoch ist es ausreichend flexibel, um am Arm bequem zu sitzen. Die Endglieder sitzen passgenau und wackeln nicht, haben kein Spiel. Bei dem fünfgliedrigen oder Feinlink-Band von Sinn wackeln die Endglieder schon einmal deutlich mehr und hier hat man dieses Phänomen nicht. Worauf man etwas achten muss, gerade bei den U-Modellen, dass das Band eine andere Stahlsorte hat als das Gehäuse, sodass wie hier unterschiedliche Farbvarianten auftreten können, aber je nachdem wie ich die Uhr drehe und wie das Licht einfällt, treten diese Unterschiede mal stärker und mal weniger stark auf. Das Band hat massive Anstöße, die sauber gefertigt sind und in keinster Weise wackeln und sich für mich auch sehr leicht montieren lassen. Die durchbohrten Hörner tun hier ihr Übriges dazu. Die Schließe selber ist nicht aus dem Vollen gefräst, sondern gebogenes Blech. Der Faltmechanismus aber ist gefräst und massiv. Ebenso die Tauchverlängerung, auch hier massiver gefräster Stahl. Was die Tegumentierung betrifft, bin ich sehr zufrieden. Auch auf der Schließe finden sich nur wenige Spuren, obwohl ich die Uhr eigentlich immer dann nehme, wenn ich keine Idee habe, welche ich nehmen soll oder wenn es etwas härter zur Sache geht. Also damit bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Die Schließe hat 3 Löcher zur Feinverstellung. Kleinere oder halbe Glieder gibt es nicht.
Die Faltmechanismen rasten mit einem gut hörbaren Ton. Und der Sicherungsbügel rastet ebenfalls sauber ein. Dort, wo der Sicherungsbügel über das Tegmentierte drüber schleift, da bilden sich glänzende Spuren. Ebenso im Inneren des Faltmechanismus, wo Metall auf Metall kommt. Und auch an den letzten Gliedern, die zwischen den Hörnern sich bewegen, entstehen glänzende Schleifspuren. Ich habe mit diesem Band in den 7 Jahren, die ich es habe, nicht ein einziges Mal Probleme gehabt. Es hat ohne jede Probleme den Dienst verrichtet. Dennoch möchte ich euch heute etwas zeigen, was mich überrascht hat. So, ich habe jetzt die Uhr angezogen. Ihr seht, sie sitzt nicht übertrieben locker am Arm. Ich kann sie ein bisschen bewegen, bekomme sie aber auch nicht über das Handgelenk drüber. Insofern liegt es nicht am lockeren Sitz der Uhr. Ich habe die Uhr zu und kann auch dran ziehen. Ich zeige euch das noch mal ganz kurz, dass ich hier so nicht getrickst habe beim Ziehen. Ja, ihr könnt also hier sehen, dass ich wirklich festgezogen habe. Und die Uhr wirklich fest am Arm sitzt. Aber wenn ich unter der Schließe Druck ausübe, geht sie auf. Wenn ich also irgendwo einmal hängen bleibe mit der Uhr, dann habe ich sie unmittelbar auf. Ich zeige es euch nochmal. Die Tauchverlängerung zu. Und sie ist auch zu. Den Schließmechanismus zu. Und der ist auch zu. Und nochmal, ich versuche mit einem Stift, dann wird es vielleicht was deutlicher. Das ist keine typische Bewegung, aber wenn man taucht oder mit der Uhr arbeitet, kann es durchaus sein, dass man einmal an dieser Kante hier hängen bleibt. Und wenn man an dieser Kante hier hängen bleibt, dann geht die Uhr auf. Wie kann man das Ganze beheben, beziehungsweise was kann man tun, um dieses Verfahren etwas abzumildern? Dafür brauche ich mein Makro. Ihr könnt hier im Inneren des Faltmechanismus eine Ausbuchtung sehen, die es auch auf der anderen Seite gibt. Ja, diese Nase geht in diese Ausbuchtung. Wenn man jetzt diesen Spalt hier mit einem Schraubenzieher auseinanderdrückt, gehen die Nasen weiter nach außen und erhöhen die Spannung in der Ausbuchtung hier. Und damit geht die Schließe insgesamt strammer und das Aufgehen wird erschwert. Aber das Grundproblem bleibt, dass bei einem Hängenbleiben unter der Schließe diese auch bei geschlossener Schließe aufgehen kann. Ja, wenn euch Videos dieser Art gefallen, dann abonniert gerne meinen Kanal, lasst einen Kommentar da, ich bemühe mich auf alles zu antworten, ich freue mich über jedes Abo und ihr helft mir damit auch, freut euch auf die nächsten Videos, ich tue es auf jeden Fall. Bis dahin, euer Axel.